Herr Klinger, Sie haben den österreichischen Kriminalroman um eine bemerkenswerte Polizistenfigur bereichert. Korrupte Polizisten, Polizisten, die die Fronten wechseln, das kommt eigentlich eher im französischen Roman noir oder im amerikanischen Krimi vor. Bei uns sind die Polizisten eigentlich immer sehr positive, sehr freundliche, meistens ein bisschen beratschende Menschen. Ihr Alfons Seidenbast ist das nicht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einmal das böse Abbild des guten Bullen zu porträtieren? Ohne Ihnen konkret widersprechen zu wollen, fällt mir natürlich spontan sofort eine schillernde Figur ein, der auch die Seite gewechselt hat, vom Stefan Slupetzky, der Lemming, also der Leopold Walisch, wie er heißt, der auch als Polizist begonnen hat. Allerdings ist es schon richtig, der wechselt die Fronten relativ schnell. Also da kann man durchaus sagen, dass also beim ersten Kriminalroman, beim Fall des Lemming, dass also hier das eigentlich nur eine Vorgeschichte ist und der dann tatsächlich auch als Detektiv arbeitet. Eine Idee, da muss ich ganz ehrlich gestehen, es war von Anfang an kein fixer Plan. Also die Figur des Alfons Seidenbast, und das ist auch eine wahre Anekdote, hat sich mir förmlich aufgedrängt durch einen Namen, den meine Frau irgendwann vor 5, 6 Jahren, muss das mindestens her sein, erwähnt hat, und plötzlich sah ich eine Figur vor Augen. Und ich habe damals nicht geschrieben, ich habe damals Musik gemacht und hatte plötzlich die Idee, ich muss jetzt über diesen Menschen, über diesen Alfons Seidenbast etwas schreiben. Und weil ich mit der hohen Literatur weniger Erfahrung hatte als mit Krimi, Nahromanen, mit Krimis, war das erste Werk auch gleich ein Krimi. Und da hat sich diese Figur eigentlich im Zuge des Schreibens, der hat jetzt keinen wirklich fixen Plan folgen müssen, dieser Alfons Seidenbast, sondern ich habe ihn begleitet auf seinem Weg. Und er ist ja anfänglich auch noch integriert in den Polizeiapparat. Allerdings, und da ist er in guter Gesellschaft mit den meisten anderen Ermittlern, die aus dem polizeilichen Umfeld kommen, ist er relativ tollpatschig und er verbaut sich also seine Karriere nach und nach. Da gibt es auch einen guten Freund, den er hat. Der kommt auch in den weiteren zwei Romanen dann wieder vor, dem Gianni. Und der wird damals, das war 2004, 2005, gab es tatsächlich relativ starke Umstrukturierung, zumindest im Rotlichtmilieu, durch die sogenannte Russenmafia. Und die spielt auch allerdings eine Nebenrolle. Die erpresst auch den Gianni, und der Seidenbast will ihm helfen und lässt eine verdeckte Ermittlung auffliegen. Das Lustige ist, wenn man heutzutage die Tagespresse verfolgt, also so einfallsreich, behaupte ich mal, kann man als Autor gar nicht sein, dass es nicht von der Realität getoppt wird. Und ich zitiere nur, ich glaube, es war ORF oder Kurier Online, die Zeugenaussage von einem hochrangigen Kriminalbeamten, der gemeint hat, wir waren die Lachnummer. Und das war damals natürlich noch nicht bekannt, sondern eigentlich schöpferische Freiheit. Und aufgrund einer solchen Lachnummer verbaut sich der Alfons Seidenbast die Karriere, arbeitet aber zugleich an einem Fall, der ihm mehr oder weniger zugetragen wird, oder an zwei Fällen, die, wie sich am Ende herausstellt, doch sehr eng miteinander verknüpft sind. Und nicht nur die Handlung, sondern auch die Lösung verbindet sich am Schluss, und der Seidenbast kann den Fall lösen, hat aber eigentlich keine Bezugspunkte mehr in Wien. Es gibt nichts, was ihn hält, er lebt allein. Seine Mutter ist auch vor kurzem gestorben, also im ersten Teil. Und eigentlich war der. Die ursprüngliche Intention, jetzt den Seidenbast zu rehabilitieren, er ist der Held, sage ich einmal, der es geschafft hat, die Beute sicherzustellen. Und im nächsten Moment habe ich mich gefragt, was würde man vielleicht wirklich realistischerweise machen, wenn man da irgendwie den Sack mit den Millionen, damals noch in Schilling allerdings, im Auto hat und eigentlich der Flughafen 15 Autominuten entfernt ist. Und tatsächlich, und er hat auch noch das entsprechende Reiseinstrumentarium von dem Verbrecher abgenommen, den er dann gestellt hat. Das heißt, also er verfügt dann plötzlich über Papiere und er haut ab, um das Ganze jetzt sehr salopp auszudrücken. Und
ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich mir damit was Gutes getan habe, weil natürlich jetzt der Seidenpass ein illegaler ist, jetzt nicht im Sinne des, der Tagespresse, sondern also er hat die Seiten gewechselt. Was aber das Ganze dann wieder sehr spannend macht, wenn man die Figur weiter agieren lassen möchte. Und eine Rezension im Literaturhaus hat gesagt, nach dem ersten Teil, die Spur im Morgenrot, gesagt, eine Fortsetzung ist ausgeschlossen nach diesem Ende. Also Klinger nimmt den Seidenpass gleich mehr oder weniger bei seinem ersten Fall aus dem Rennen oder aus dem Spiel. Und ich habe das auch akzeptiert eine Zeit lang, und dann reift doch mit den Monaten, wo sowas ein bisschen nachklingt wie eine große Glocke, reift mit den Monaten die Idee, er muss das so sein. Und da kam es dann zu dem zweiten Teil, Tote Augen lügen nicht. Und da musste ich mich eines Tricks bedienen, und zwar mit den Zeitebenen jonglieren. Das ist, in der Filmsprache würde man sagen, es ist ein Prequel und ein Sequel. Das heißt, also es beginnt eigentlich mit einem alten Fall, das heißt, die Zeit geht zurück im Vergleich zur Spur im Morgenrot. Gibt aber dann im zweiten Teil gibt es die aktuelle, die Jetzt-Ebene, die Gegenwart, und da ist der Seidenpass natürlich schon einerseits in der Offensive beim Ermitteln, er will einen alten Fall lösen, nachdem er ursprünglich den Plan hatte, sich zu stellen, will einen alten Fall lösen und stolpert eigentlich zufällig über Indizien oder das letzte Beweisstück, um diese damalige Mordserie, die in ein korruptes Umfeld von Politik und Bau geführt hat, um das lösen zu können. Und es gelingt ihm dann, nachdem er seines Erachtens nach den Verantwortlichen und den Schuldigen der gerechten Strafe zugeführt hat, ist er wieder auf der Flucht. Und das ist eigentlich jetzt der aktuelle Teil, wo wir dann bei Codewort Odysseus beginnen, also die Flucht, er strandet dann in Griechenland. Griechenland und Odyssee, das hängt natürlich zusammen. Es ist eine sehr vieldeutige Anspielung, die hier bereits im Titel angelegt ist. Warum Griechenland, warum dieser Ausgangspunkt des dritten Romans? Also, warum Griechenland ist eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat beim mehrfachen Überarbeiten des Manuskripts. Bei der Korrektur der Fahnen, als sie vom Verlag dann gekommen sind. Und ich nehme an, es war für mich die Idee, also im Part 2, im zweiten Teil, kommt er mit dem Zug nach Bari, und für mich, das ist aber eine Jugenderinnerung, die ich jetzt gar nicht wirklich so recherchiert habe, aber für mich gehen die Fähren von Bari im Normalfall, also es gibt ja noch den zweiten Hafen, ich glaube von Ancona geht was weg, also die gehen alle Richtung Griechenland. Und ich fand es auch eine ganz nette Idee, das dann auf einer namenlosen griechischen Insel beginnen zu lassen, auch aus dem Gedanken heraus, durch mehrere Aufenthalte kennt man doch ein bisschen Land und Leute, das heißt also, man kann verschiedene Stereotypen durchaus verwenden. Ich kann natürlich versuchen, dann auch Gegenpole zu liefern, aber grundsätzlich trifft man da, glaube ich, auf einen relativ weithin bekannten Gemeinplatz. Also auch der Leser oder das Publikum kann durchaus etwas mit den Beschreibungen dann anfangen, die also am Anfang doch so die Landschaft ein bisschen wiedergeben, die Ruhe, die er an sich sucht. Und das Codewort Odysseus ist eigentlich, man muss es sehr trennen, also das Codewort ist wohl ein Teil des Falles und dann letztlich auch der Lösung, und die Odyssee, also der Odysseus jetzt als Sinnbild für eine Odyssee, und die Odyssee wieder im übertragenen Sinn eine Irrfahrt, betrifft eigentlich den Seidenpast, der feststellt, ich sage jetzt nicht in welchem Part, aber der dann feststellt, wo er gezwungenermaßen sehr viel Zeit hat, auch sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass er letztlich auf einer Irrfahrt war, also dass er nie zu sich selbst gefunden hat, und er schafft es ja dann letztlich doch, sich so weit zu setteln, würde man neudeutsch sagen, also zu sich zu finden und eine Ruhe und Ausgeglichenheit zu erreichen, die ihm
glaube ich, tatsächlich die ganze Zeit abgegangen ist, die ihm auch wahrscheinlich ein bisschen im Weg war, sei es, wenn es um die beziehungstechnische Ebene geht oder aber auch im Beruflichen. Und das Berufliche wird er ja nicht los. Also der ganze Fall, der dritte Teil, wird ja nur losgetreten durch seine eigene Neugier, die kriminalistische Neugierde, die ihn einfach nicht loslässt, die von ihm Besitz ergriffen hat. Ich habe mir lange überlegt, welche Fragen man eigentlich im Zusammenhang mit dem dritten Buch stellen kann. Es sind eigentlich sehr wenige, weil jede Frage, die man stellt, nimmt eigentlich schon einiges vorweg. Ich möchte also ein paar Versatzstücke einfach einmal so anführen, die in dem Roman vorkommen und die an sich also schon zeigen, in welche Richtung es geht. Also es gibt angeschwemmte Handstümpfe am idyllischen griechischen Strand, es gibt eine wunderbare Yacht eines mächtigen russischen Oligarchen, es gibt einen Hand- und Zulanger, der Mann fürs Grobe ist und dabei ein fatales Faible für klassische Musik hat, Kraft seiner Ausbildung. Es gibt einen Athener Kriminalpolizisten, der vielleicht auch ganz finstere andere Dinge treibt. Und die Odyssee führt ja dann also wieder zurück ins angestammte Wien, wo Seidenbass die Erfahrung macht, dass ihm weder vergeben noch vergessen wurde. Und dann gibt es einen fulminanten Schluss, bei dem man nicht weiß, ist Seidenbass 3, ist die Odyssee jetzt wirklich am Ende oder taucht Seidenbass später wieder einmal auf? Haben Sie da Pläne? Kann man da über Abstimmungen im Internet zum Beispiel dafür sorgen, dass Seidenbass lebt? Die Frage, muss ich ganz ehrlich gestehen, die beschäftigt mich jetzt spätestens seit dem Moment, nachdem wir hier die Lesung hatten. Und die Figur des Alfons Sein passt doch auf einen für mich relativ breiten Widerhall gestoßen ist und auch viel Zuspruch bekommen hat, was mich ja doch ein wenig überrascht hat, weil ja für mich der Sein passt nicht unbedingt mein alter Ego ist, aber sicher die Summe meiner Schwächen darstellt. Also man könnte fast sagen, sowas wie ein Antityp ist, wobei er ja durchaus auch sehr gewiefte Ansätze hat und eben im Zuge, gerade so im aktuellen Roman, im Zuge der Entwicklung ja wächst. An sich wächst, an den Herausforderungen, an den Gefahren, an den Problemen. Die Figuren, die hier begegnen, haben ja alle, Sie haben schon angesprochen, durchaus auch ihre eigene Geschichte. Es ist, und es kommt, wie es auch im Leben oft der Fall ist, es kommt ja oft dann anders, als man vorher prognostiziert oder wie man glaubt, dass sich die Dinge entwickeln werden. Und das Ende dieses Romanes geht oder ging ursprünglich von der Intention in eine für mich relativ eindeutige Richtung, was aber nicht bedeutet, dass es einer Fortsetzung nicht zugänglich wäre. Allerdings, und das ist schon für mich die Frage, möchte ich nicht einen Kunstkniff machen wie weit berühmtere Kollegen, um sozusagen das Ganze in eine jenseitige Ebene zu verlegen oder in eine spirituelle Ebene über Reinkarnationen, was auch immer, es da schon auch an Vorbildern und an durchaus erfolgreichen Vorbildern gibt. Also ich würde es ganz gern auf Wienerisch Hauspacken irgendwie fortsetzen können und da hat mir noch der zündende Funke gefehlt. Ich bin aber sicher, so wie die Initialzündung erfolgt ist, also die erste Idee da ist, dann schreibt sich das Buch wahrscheinlich fast von selbst. Also dann, es gibt schon wieder sehr viele Ideen, es gibt noch vieles, was ich mit dem Seidenpass gerne erleben würde. Und so gesehen ist der Plan, hier eine Trilogie zu machen und es damit zu beenden, kein endgültiger. Gut, dann danke ich herzlich für das Gespräch. Und ich hoffe, dass wir vielleicht doch
irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft selbst fast 4 lesen werden. Vielen Dank.